Ich bin Ilona Mohr, bin 60 Jahre alt, wohne in Wendelsdorf. Im Moment bin ich Frührentnerin durch einen Verkehrsunfall und kümmere mich hauptsächlich um meine Enkeltochter. Meine Enkeltochter sagte morgens: Omi, du hörst auf zu atmen, du schläfst nicht richtig, ich habe Angst, dass du stirbst. Ich bin morgens aufgestanden, um eigentlich mich hinzulegen. Ich war immer müde und darüber habe ich mich eigentlich gewundert. Und dann kurz darauf fing es dann auch an, dass ich immer eingeschlafen bin. Normale Hausarbeiten wie Betten machen oder in der Küche was machen fiel mir dann schon schwerer, weil ich immer müde war. Und daraufhin habe ich mir gedacht, jetzt musst du die ärztliche Hilfe suchen. Der Arzt hat festgestellt, dass ich an einer schweren Schlafapnoe leide. Anschließend kriegte ich die CPAP-Maske und die hat bei mir absolut nicht gewirkt, auch nach längerer Behandlung nicht, dadurch, dass ich Panikzustände kriegte und überhaupt nicht mehr schlafen konnte. Ich habe nachts eine Dokumentation gesehen über den Zungenschrittmacher mit Herrn Dr. Steffen. Nicht jeder Patient ist für die CPAP-Therapie geeignet. Frau Mohr kam mit der CPAP-Therapie nicht zurecht, weil sie sich unter der Maske eingeengt fühlte. Dieses mag begründet sein durch einen sehr schweren Verkehrsunfall, den sie erlitten hatte vor Jahren. Gerade für Patienten, die mit der CPAP-Therapie nicht zurechtkommen, ist die Inspire-Therapie ein sehr innovatives, neues Verfahren. Und hier eignet sich Frau Mohr insbesondere, denn sie kann ihre Tagesschläfrigkeit sehr gut verbessern. Für Frau Mohr ist die Inspire-Therapie eine deutliche Verbesserung der Lebensqualität. Ich bin sehr zufrieden mit der Inspire-Therapie. Ich gehe ganz einfach damit um, also ohne das möchte ich auch nicht mehr leben. Ich bin wieder munter geworden, nehme wieder richtig teil am Leben, habe jemanden kennengelernt und habe meine Enkeltochter jetzt regelmäßiger. Mit der Inspire-Therapie kann ich frei durchatmen, ruhig schlafen und ohne Angstzustände.